Das dritte Mal, dass ich wieder installiere. So, letzte Bahn hier. Ich hab noch paar. Alter, die haben nachher meiste oder können die aber, du. Da können wir häckseln, bis der. Bis der Kolben rauskommt. Bis der Maiskolben unten rausguckt aus der Maschine, du. Ja, ja, wie viel, dann, wie viele Felder haben sie denn? Bis der Tank leer ist, Falk. Ja, ich komm dann wieder. User disconnected from your channel. Ball. Keine Ahnung, ein paar stehen so noch und ein paar, ich hab jetzt, das ist jetzt das dritte, was ich... So, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge oder zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 2017. Mein Name ist Falk. Und ich habe ein paar Leute hier dabei und im Hintergrund und ja, moin. Moin, Salu Maskottchen, sind wir wieder dabei. Ja, und ich glaube Luca und dann sind noch ein paar andere Leute hier, ne? Milan ist da. So, wir sind heute hier so ein bisschen am Säen. Am Säen. Am Maisdrillen, ja? Jo. Und wir müssen jetzt zu Luca fahren. Luca, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ah, da ist er ja. Was denn? Hä, wo war? Wir kommen jetzt zu dir. Das ist, ja. Nein, ja, da. Irgendwas stimmt mit meinem Lenkrad gerade nicht. Falk, wo ist die Einfahrt? Keine Ahnung, wo die ist. Was denn? Achso, ich hab den Motor ausgemacht. Kein Wunder, dass er nicht fährt. Wir haben uns verfahren. Was ist denn hier? Hier ist so eine Fläche. Fahr doch hier rauf. Ist doch egal. Die Fläche, okay. Irgendeine hier von den beiden, rechts oder links. Wir müssen eh alle machen. So, ich hole jetzt unseren Saatguthänger. Ich hoffe, dass ich hierher finde. Das ist nämlich nicht so meine Arbeit. So, meine lieben Freunde, ich muss jetzt den Saatguthänger holen, weil wir haben ja sehr viel einzusehen und deshalb gibt es auch einen Saatguthänger. Den haben wir an einem anderen Feld stehen. Das ist natürlich immer scheiße, wenn man natürlich nur zu zweit ist, ne? Falls, soll ich sonst den schnell hinfahren? Nee, ich sitze jetzt schon drinne. Allerdings haben wir nicht so viel. Wir haben noch drei Paletten, also es reicht für eine Seemaschine und eine halbe. Naja, sonst, die verbraucht man dann erstmal. Sonst kann ich ja nochmal neue holen. Die hauen wir erstmal weg. Die hauen wir erstmal weg. Dann sehen wir weiter. Hey, jetzt geht's wieder los hier. Du. Falk und am auf eine Karte gucken. Ich habe mir nämlich jetzt gerade gar nicht den Weg gemerkt, aber ich glaube, es ging hier irgendwie. Falk, du musst einfach nur geradeaus und irgendwann dann. Ja, erstmal muss ich hier zur Hauptstraße, ne? Wo ist denn die? Ja, jetzt musst du hoch, geradeaus. Und dann musst du links. Wo ist denn hier der Hauptausgang? Ah, hier. Da musst du links. Ist das hier der Ausgang oder was? Ja. Und jetzt links, ja? Links, ja. Und immer geradeaus, sagst du? Links. Und jetzt erstmal geradeaus. Ah, gut, gut. Ja, ich kenne mich noch nicht so aus der Map hier, weil die haben wir ja noch nicht so lange. Und ich hatte auch sehr wenig Zeit die letzte Zeit, überhaupt hier drauf zu spielen. Ja, wir fahren hier so einen schönen Fendvario, ne, mit Schmalspurreifen. Das ist natürlich nicht so mein Ding, ne. Spritzreifen, Falk. Was? Das sind Spritzreifen. Ah. Zum Spritzen. Ist nun mal nicht so mein Fall, aber naja, gut.
Immer geradeaus, sagt der Herr. Irgendwann rechts, ich sag dir dann Bescheid. So, die nächste Einfahrt dann. Rechts. Links, links, links. Und ich war noch gar nicht auf der Aufnahme. Ist dann da vorne links. Hier links jetzt? Ja. Was war das denn jetzt? Oh, oh, ich hänge. Oh, oh. Seppe kommt. Schnell, bevor Seppe kommt. Der ist schon da. Ah, er kommt, er kommt, er sieht das. Und dann denkt er auch, was macht er denn da? Ha, er hat's nicht gesehen. Ja, einige sind natürlich... Also jetzt geradeaus, ja? Ja. Wo bist denn jetzt? Nein! Alter, wollt ihr mich verarschen, oder also was? Wenn du musst in die Straße da rein. Ja. Du musst jetzt in die Straße rein. Rechts? Ja, genau, jetzt bist du rechts. Immer weiter geradeaus. Meine Güte, du, dann... Ja, ihr habt das eben verkehrt gesagt. Ich nicht. Ich ja, bin, sorry. Also, meine lieben Freunde, ich habe keine Schuld. André hat Schuld. André hat gesagt, ja. Links. Links den nächsten Weg, links rein, hat er gesagt. Und das war für mich dieser Feldweg. Also und jetzt einfach nur noch der Straße folgen. Naja, ist ja nicht so schlimm. Ja, das kann ich meine. Wir sind ja nicht. Wir sind ja hier nicht bei was weiß ich. Ja, da haben wir doch schon den schönen Träger hier, du. Stellen wir uns mal hier so hin, ne? Ohne den Pinguin überzufahren. So, was haben wir denn hier überhaupt? Was ist das denn hier? 7,24. Oh ja. Naja, gut. Wir haben ja erstmal genug hier in der Seemaschine drin. Und wie soll ich da jetzt weiterfahren? Ja, wie? Du sollst da weiterfahren? Ja, da muss ich ja rückwärts fahren. Vorgewende macht man immer. Ich weiß. Ah, ist mir auch gerade eingefallen. Eigentlich macht man das zuerst. Ja, ich weiß. Egal. Bist du schon fertig oder auch. Was? Vorgewende macht man zum Schluss, Falk. Nee, beim Sehen kann man das, glaube ich, schon vorher machen. Nein, sonst fährst du ja das ganze Gesäte wieder platt. Ja, umso besser, dann ist es wenigstens fest. Ich weiß nicht, also viele, ich habe schon gesehen, viele machen... Aber dann wird das platt gefahren. Viele, also ich habe viele gesehen, die machen es schon gleich am Anfang, habe ich gesehen. Ich auch schon gesehen. Weil wir machen das nie. Wir machen erst zum Schluss das Vorgewende. Ja, jeder macht es halt anders da. Ja, also... Tut meine Zähmaschine 10, war doch. Also wir sind hier am Maisdrillen. Und wir haben so viel zu drillen, dass wir gar nicht mehr wissen... Dass wir schon gar nicht mehr wissen, wie alles andere aussieht. Ne? Falk. Ich weiß gar nicht mal, welches Feld was ist. Machen wir mal diesen Spurenreißer an, wie sich das gehört. Damit wir gut fahren können hier. Achso, und jetzt seht ihr, ich habe meine Ansicht mal geändert, ne? Viele haben ja so geschrieben, ey, was hast du da für eine scheiß Ansicht? Ich habe sie jetzt geändert. User was moved to your channel. Moin. User joined your channel. Moin. User left your channel. Nils? Also, ich, wie gesagt, die Ansicht habe ich geändert für euch. Jetzt könnt ihr mich besser und besser. Jetzt könnt ihr besser die Aussicht hier genießen, ja? Die sieht ja mal richtig nice aus. Falk? Ja, was denn? Gab es in der Teamsitzung gestern was über mich zu besprechen, weil ich ja gestern nicht da war? Nö. Weiß ich nicht, musst du Nils fragen, ob du auf die Liste stehst. Luca meint nämlich, dass ich angeblich viel zu wenig online wäre. Ja, wie gesagt, ne? Musst du mal Nils fragen, ob du auf die Liste stehst. Wenn du auf die Liste stehst, dann... Hast du auf, dann gibt's auf jeden Fall was zu besprechen. Wenn du nicht auf der Liste stehst, dann hast du Glück gehabt. Ja, weil ich bin doch so oft online eigentlich. Aber Falk. Ich mach da die eine Hälfte da, das Eck. Welches Eck?
Da, wo ich gerade bin. Ja, mach doch. Was hier mal hoch und runter. Mike. Was wir spielen? Wir sind auf dem Server und sehen gerade Mais an. Mike, komm drauf. Mike, kannst du das nicht auch mal bestimmen? Ohne. Nee, ich kann das nicht bestimmen. Da musst du die BGA fragen. Dann frag ihn doch. Er kann es dir doch sagen. Weil wir auch mal mein Joystick ausprobieren. Er hat auch Nein gesagt. Ja. Er liegt jetzt schon fast eine Woche in der Ecke. Und gammelt sich vorum. Echt so, man kann auch. Obwohl eigentlich hätte Luca. Für Mais schieben kann man den doch auch einstellen. Schieb doch mal Mais. Ja, hab ich ja, aber ich darf ja niemals schieben. Ja, dann musst du dich bewerben. Ich habe meine Führerscheine jetzt voll bis auf Drescher-Führerschein. Und den will ich mit Seppe noch machen. Wir machen gar keine Führerscheine mehr. Doch, man muss die haben. Für ja, Aufnahmen. Ich hab Trecker. Ich hab Trecker, Häcksler. Aber wir scheinen wieder so lang. Ja, ich hab eigentlich auch schon alles, weil ich schon im 15er meine Führerscheine gemacht hab. Bambusleitung! Was für Bambusleitung? Ich hab eigentlich auch alles, weil ich im 15er schon alles gemacht hab. Hab's noch gar nicht. Ey, was nehmt ihr gerade auf? Mhm. Ja. Wer nimmt denn auf? Ich. Ja? Ja. Was sonst? Ja, so ist es hier. Immer Action. Ich, ja. Ich hab gerade voll Bock auf Silage schaufeln. Falk. Boah, der MP-Truck, der ist so geil, der muss da kämpfen und siegen. Falk, ich hab gerade richtig Bock auf Silage schaufeln. Warum schaltet der jetzt nicht um? Ah, jetzt. Falk, nimmt Nils auf. Auch, ja. Aber die nehmen was anderes auf. Was nehmen die denn auf? Keine Ahnung, Silo fahren. Irgendwas. Kann ich dir nicht sagen. Also hier ist richtig was los. Alles klar. Das ist ein Sonntag bei Elu Harter. Nach Sonntagsarbeiten, ja. Björn, willst du mir helfen beim Grubbern? Hey, ich flüg, wenn... Boah, ich krieg wieder Wichse. Wer denn? Bei Latten ein Rohr, fertig ist der MB-Motor, wa? Falk, ich hab mir extra den Joystick fürs LU gekauft. Och, Luca. Dabei brauche ich den gar nicht. Klar braucht man den, zum Beispiel bei... man kann zum Beispiel auch mal Forstwirtschaft machen, ne? Ja, Falk... Milan ist jetzt schon... Hast du den Joystick überhaupt schon belegt? Ja. Hast du auch die Harvester damit belegt? Ja. Okay, und warum hast du letztes Mal da so... Da müsstest du doch nochmal gut steuern können. Und warum hast du letztes Mal da im Video so... Weil da mein Joystick nicht angeschlossen war. Achso. Und jetzt hast du ihn angeschlossen. Ja. Ey, habt ihr den Witz gerade verstanden, den ich gerissen habe? Ich habe gesagt, zwei Latten, ein Rost. Ey, zwei Latten, ein... fuck, Alter. Bei Latten ein Rohr, fertig ist dein B-Motor, ne? Ah, ja. Ja, ist doch so, guck mal hier. Bleibt man im Silo ja schon verstecken. Joa, so was, ne? Falk. Milan ist jetzt schon seit im 15er BGA-Chef. Er könnte sein Dings eigentlich auch mal abgeben. Warum? Wieso? Das macht er doch gut. Ja, aber so kann auch mal jeder, der nicht nur im LU hocken will. Oh. Ja, wieso? Ich denke, ihr habt den Schweinehof. Weil es ist auch nach einer Zeit langweilig. Du hast doch den Schweinehof, oder nicht? Nein. Levo und Nino haben den. Ach so, ja, stimmt. Entschuldigung. Ich hab den Namen vergessen. Weil das jetzt so langsam langweilig auf dem LU. Dann frag doch, ob du zum Schweinehof kannst. Das sind eigentlich immer nur die gleichen Aufgaben, die man macht. Warum klebt dieses Lenkrad so? Ich glaube, ich muss das nachher mal sauber machen hier. Ja, das ist dieses Gummi, weißt du? Alles klar, ich mach nur Scheiße.
Ja, das musst du nicht mir sagen. Frag die BGA, ob sie das mal abgeben will oder ob sie mal... Ja, das musst du ja klären. Wieso ich? Warum muss er das klären? Weil du der Chef bist. Ja, aber du willst es ja haben. Ja, ist so. Ja, aber du musst es ja mit Milan abklären. Nee. Weil ich habe keinen Bock, immer nur die gleichen Aufgaben zu machen. Ach, Nils, ja, wieso, was für gleichen Aufgaben denn? Du hast so viel Oban, hier beim Lohnunternehmen. Güllefahren machen die zum Beispiel auch. Gerade Milan mit seinen User Großen, der braucht eigentlich gar keinen Güllewagen mehr. Der braucht uns gar nicht. Und der Kurhof macht auch alles selber. Nee, ist ja auch mal gut, dass der Lohnunternehmer nicht alles machen muss. Dies Jahr, wir müssen jetzt hier sehen, wir haben genug zu tun. Ja, aber so, dass sie auch mal wechseln, Falk. Wenn du jetzt jeden Tag immer online bist und du jeden Tag User immer alles für einen LU machst, dann hast du auch irgendwann keinen Bock mehr. Falk. Nö, ich hab hier immer Spaß dran an das, was ich jetzt gerade mache. Ja, aber du bist nicht jeden Tag online. Also natürlich. In den ganzen Mittag oder so. Falk, ich brauche... Kannst du mich kurz runtermoven? Nee, ich kann dich jetzt nicht runtermoven. Warum? Wo willst du hin? Ich will wieder da runter zu denen, weil mein Ding ist gerade abgeschmiert und ich mache gerade da unter jetzt wieder weiter. Deswegen. Dann lass dich André. André kann das. Ich kann das gerade nicht. Nein, ich kann da auch nicht reinmoven. Ich denke, du kannst moven. Ich kann moven, aber nicht in alle Channel. Jetzt move mich. Ja, mich hat er ja auch rausgemoved. Dann musst du ganz kurz warten. Ja, aber André kann moven, weil er hat mich ja auch rausgemoved. Ja, aber nicht da. Rein. Ja. Falk, bist du bald fertig? Dauert noch hier. Ich join jetzt, gell? Ist okay? Falk, können wir ja, was dann fragst du mich? Mit? Komm einfach rauf. Ja, sag einfach bis... Sag einfach Bescheid und dann joinst du einfach. Fertig. Was ist das Problem? Ja, ihr macht doch Aufnahme, oder? Ja. Ja. Ja, und? Ja, also. Dann kannst du doch trotzdem joinen jetzt. Seit wann darf man in der Aufnahme joinen, deswegen? Wenn ich hier oben eine mache, dann darfst du das. Wenn ich unten eine mache, dann nicht. Ja. Ich komm ja auch einfach so. Solange es natürlich keine 10 Stunden dauert, bis du da bist. Ach ja, Leute. Ach, ich bin User ich was bin moved so ein bisschen out of your channel. Heute, das Wochenende jetzt so richtig. Oh, das ging ja richtig schnell. Das Wochenende jetzt richtig so auch so ein bisschen nicht so ganz gut da. Also schon ein bisschen krank oder so, weil ich bin erst um 14 Uhr aufgestanden. Ja gut, ich war ja auch die halbe Nacht auf, ne? Also ich war ja bis 4 fast auf und hab da Filme geguckt. Alter, also, war so geil. Da haben die sich... Oh mein Gott. Da gab es richtig geile Filme, wo die sich... Ja, das will ich jetzt hier nicht sagen. Ne? So, nee, behalte dich. So Zombie-mäßig. User joined your channel. Wurde Jaden gebannt? Weiß ich nicht, sieht so aus. Also ja. Naja, dafür das, was ich da gehört habe, ist das so... Ist das, hat sich das erledigt, ja. Ach, Falk, für immer, oder? Oder nimm den dann wieder rein? Nee. Gut. Die Sachen sind vorbei. Dafür, dass was ich da gehört habe, ist vorbei. Was geht eigentlich was hier? Was hat er denn gesagt, wenn ich mal fragen darf? Ja, das sag ich dir später. Er hat ein eigenes LU, meint er. Denkt jeder, der einen eigenen LU hat, der wird niemals einen leisten können, der Falke. Mit 10 Leuten! Ivo! Was machst du gerade Schönes? Ja. Ich mach grad nix. Ja, dann könnt ihr auf den Server kommen. Bringt ja nix, weil mein LS irgendwie nicht funktionieren will. Oh. Aber ich will jetzt mir hier als CD jetzt LS kaufen, wenn das jetzt so weitergeht, also dass es nicht weiter funktioniert. Das ist das dritte Mal, dass ich wieder installiere. So, letzte Bahn hier. Ich hab noch paar. Alter, die haben nachher meiste, oder können die aber, du. Da können wir häckseln, bis der Kolben rauskommt.
der Maiskolben unten rausguckt aus der Maschine, du. Ja, ja, wie viel, oder, ne? Wie viele Felder haben sie denn? Bis der Tank leer ist, Falk. Ja, ich komm dann wieder. User disconnected from your channel. Falk. Keine Ahnung, ein paar stehen so noch und ein paar. Ich hab jetzt, das ist jetzt das dritte, was ich hier ansehe mit dir. Wie, was hast du denn? Du hast doch, bist doch gleich fertig hier, oder ne? Kannst noch eine Reihe mitmachen. Das Vorgewende haben wir gleich noch da vorne. Halt! Sieb, das passt. Maschine kaputt. So, dann fahr ich mal vorne das Vorgewende. Ich fahr mal da hinten noch hingucken. Ja. Weiß jetzt nicht genau, ob ich da alles glaub nicht. User joined your channel. Moin. So läuft es hier bei Lohnunternehmen Görries. Wir hoffen euch, dass so Videos gefallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Hast du gerade ernsthaft Görries gesagt? Harter, sorry. Also ehrlich, ey, mach mal die Augen auf. Ja, Harter. Die Ohren. Falk, da ist noch ein Vorgewende. Wo? Hier, wo nicht mehr. Wo ist Frank eigentlich? Hier. Der hier hinten. Ja, das solltest du ja machen. Bist du da hingefahren? Hier jetzt, ja. So, Falk, wo ist Frank eigentlich? Frag mich nicht. Ich habe mit ihm schon seit was weiß ich wie viel Jahren nicht mehr geschrieben. Egal. Ist er eigentlich in der Gruppe drin? Nein. Da will er auch nicht rein. Weil es dann nur Ärger. Weil es eh wieder hektisch wird. Ich glaube, ich habe so ein kleines Problemchen mit meinem Trecker hier. Der will nicht so richtig fahren. Bergauf will er nicht fahren. Hilfe. Ja, Leute, ich weiß warum. Also, wir müssen jetzt hier mal eben... So. Falk, wo bist du denn jetzt? Ja, hier nebenan ist doch noch eine Fläche. Also. Ihr werdet sehen... seht die Seemaschine jetzt oder nicht? Ja. Doch. Scheiße, wir können noch ein bisschen rüberfahren. So. Oh, das ist auch ganz schön groß. Ah, mal was zu tun. Guck mal, dass mein Sprit noch reicht. Ah, der reicht noch für das Acker. Ach, hör doch auf, ich hab noch 500 Liter, ey. Ich noch 71. 572. Jetzt muss er kämpfen, der MB-Truck. Ja, ich hab das jetzt mal ausgestellt. Ja, was denn? Kann ich nicht die Schafe machen? Nein, die Schafe werden gar nicht gemacht. Warum? Was Warum ist denn jetzt nicht? Schon wieder los? Ja, jetzt schön bestimmt wieder. Falk? Ich bin gleich wieder da. Falk, warum werden die nicht gemacht? Weil es da Ärger gab mit... Mit? Warum? Was gab's da denn für einen Ärger? Errors. Ja, das ist aber eine Map. Jetzt, das ist eine andere. Und außerdem, die Schafe produzieren eh schon Wolle. Wir müssen ja nicht mehr Schafe. Die haben hier nämlich schon eine Palette Wolle stehen. Ja, die sind nämlich schon zu Gang. Und? Ja, also kann man die jetzt auch züchten, wenn die schon... Züchten will er sie! Züchten, weil kann ich die denn nicht machen, weil die sind doch eh schon im Gang. Ich weiß es nicht. Sprechen wir nachher drüber. Wir stehen... Vier Säcke voller Wolle stehen da. Ja, sprechen wir nachher drüber. Ich mache jetzt erstmal schön ein Video von Call of Duty. Weil hier liegt nämlich auch Gras und alles.
So, meine lieben Freunde, es nützt wohl alles nichts. Ich glaube, wir kommen jetzt auch langsam zum Ende zu. Wir bedanken uns mal wieder fürs Zuschauen. Hoffen, es hat euch so ein bisschen gefallen hier, diese Arbeiterei, die wir hier so machen. Ja, hören uns einfach wieder bei der nächsten Folge LS17. Vielleicht auch die nächste Folge, vielleicht mal ETS. Ja, also, dann sagen wir mal bis zum nächsten Mal und viel Spaß noch weiterhin.